Das ist doch noch gut. Noch ist es der hoffnungsvolle Hering. Das ist jetzt ein riesen Aufriss. Dafür, dass das Ding gleich absäuft. Keine Gewalt. Keine Gewalt, Tim. Aber haben wir noch ein zweites Schnur? Was ist das denn? Was soll passieren? Was soll passieren, dass ich dein Boot hab? Ja, sieht noch. Oh, das sieht sehr gut aus. Soll ich es mal kurz absetzen? Moinsen und Ahoi. Guten Tag. Heute mal was ganz Besonderes. Wir haben hier Faltboote aus den 70er Jahren. Alle sind über 50 Jahre alt. Stoffels vielleicht um die 100. Ist deins auch aus der DDR? Nee. Aber die beiden sind auf jeden Fall DDR-Ware. Und die wassern wir jetzt mal Probe. Erster Aufbau, das dauert jetzt schon gut 2,5 Stunden. Dann gucken wir gleich mal, ob die schwimmen. Wird super. Professionelles, offizielles Klepper-Flickzeug. 50 Euro für das Flickzeug. Und das ist mitgekommen. Der ist doch noch gut. Noch ist es der hoffnungsvolle Hering. Der macht so richtig schön Kreuze. Vom Fachmann. Wie sieht's hier aus? Ich probiere jetzt Stoffels Methode, weil meine Methode hat nicht ganz funktioniert. Hast du gar keine Schwimmkörper? Ich weiß nicht, wie die Dinger aussehen. Ja, die hier. Ach so. Oder nicht? Ah, das sind Kissen oder was? Kissen. Ah, du hast ja sogar eine Finne. Oh, kannst du vorne mit den Füßen rudern? Steuern? Schon. Ich auch. Du Wichser, was? Ja, natürlich. Wir können gar nicht steuern. Ja, unser Boot hier ist ein bisschen aufwendiger, aber. Das wird ein Spaß. Also, unser Ziel ist, vor 15 Uhr auf jeden Fall ins Wasser zu kommen, weil sonst wird es hier wieder ungemütlich. Wir haben jetzt 13 Uhr. Hm. Das Gute ist, die Schlauchansätze sind hinten. Kannst du den Schlauch in den Mund packen? Die ganze Zeit nachpumpen. Das wird abenteuerlich. Du brauchst auch so einen Schlauch. Du nicht. Anscheinend nicht. Du nicht. Du nicht. Nee, ich denke auch, der ist optional, dieser Schlauch. Ja. Ich denke auch, das sagst ist du jetzt. Auch optional. Sorry. Schwimmweste würde ich dann halt einpacken. Ist dann nicht mehr so optional, die Schwimmweste. Ich muss jetzt den letzten nochmal rausnehmen, weil sonst brechen wir uns da einen ab. Den Haken dahinter. Also eigentlich den vielleicht nochmal raus. Und da die Spannung lösen. Ja. Und dann? Vielleicht. Ihr habt echt richtig geilen Scheiß danach dran. Wir werden so einfach nur kotzen, wenn wir da paddeln. Digga, das ist jetzt ein riesen Aufriss. Dafür, dass das Ding gleich absäuft. Hier sind so Luftschläuche drin. Beim Reinmachen hat es überall gerissen einfach. Aber ist ja das Flickset am Start. Das wird super. Bisschen steiler wäre noch gut gewesen. Ist das Ding komplett im Arsch. Hey, ich hab Gaffer. Was sabbelst du? Ach, das ist nicht so schlimm. Wenn der ist schon häufiger gebrochen. Ja, der war schon so. Das haut irgendwie nicht hin. Was sagst du die ganze Zeit? Ist doch fertig. Nein. Oh, oh, guck. Oh. Guck. Ich glaube, das reicht schon. Nee. Oh ja. So, ja, der ist jetzt maximal vorne. Das sieht so gut aus. Ja, das macht gut. Das ist so eine tolle Haut. Du hast eine Haftpflicht. Genau, der erste Pole mit Haftpflicht. Langsam und immer ein bisschen wackeln. Ja, du musst dich draufstellen. Krude war matschen. Oh, das wird so in die Hosen gehen. Was soll passieren? Was soll passieren, dass ich dein Boot hab? Dann holen wir uns die Mausefalle. Cool, mal gucken. Du hast irgendwas falsch zusammengebaut. Ja, nein, ich habe nichts falsch zusammengebaut. Aber Zwischenstand, ich glaube, wir haben es gleich. Die Dinger sind fest. Das Boot ist einigermaßen gespannt. Fehlen noch die Sitzreihen und Rückenlehnen, aber das sollte dann ja fix gehen. Die Seeradde liegt hier am Wald auf ihren Einsatz. Wie ist hier der Stand? Du schiebst es in die Haut.
Auf diesem Pass genau, keine Gewalt. Keine Gewalt. Keine Gewalt, Tim. Also habt ihr es jetzt? Nein. Ja, wir haben eigentlich festgestellt, wir haben alles richtig gemacht. Aber zu wenig Gewalt. Ja. Das bricht da unten schon. Alles locker flockig, ohne Gewalt. Ohne Gewalt. Muss ja nicht mit Gewalt, machen wir ja mit. Tatsächlich Gewicht. Haben wir es. Ja, aber wir müssen das machen. Guck mal, gleich bricht es. Nein, nein. Das ist feinste Lerche. Ja. Feinste Lerche. Aua. Steht auch in der Anleitung. Du kannst dich leicht die Finger klemmen. Also ich glaube, das ist hin. Hier die Schnuppis sind weggesprungen. Das ist doch nichts. Vielleicht die Teile, die man schnell ersetzen kann. Ja, genau. Das ist schon das fünfte Mal, dass wir das sagen. Hast du einen Zollstock oder sowas? Nee. Ist ein scheiß Auto vielleicht? Nein, ein Service. Aktueller Stand jetzt. Bartek gibt auf mit dem Kollegen oder wir geben auf, habt ihr ja gerade die gesehen. Haut passt nicht zum Gerüst. Hat dein Arzt auch gesagt. Ja, das hat mein Arzt auch gesagt. Also ich habe halt herausgefunden, dass es noch ein anderes Modell gibt, das 7 cm kleiner ist. Wir haben ein bisschen nachgemessen und die Haut ist, da fehlt noch 6 bis 7 cm. Also werden jetzt die Bordwände gekürzt und alles, was halt noch in der Mitte an Streben und so weiter montiert werden muss, das wird alles gekürzt, sodass es passt. Ich mache das nächstes Wochenende. Ja. Das sehe ich schon. Mal jetzt mit Luft sieht das Ding auch noch geiler aus als vorher. Wir werden noch mal das ein oder andere Loch im Rumpf suchen müssen. Aber ja, verregelt würde ich sagen. Das wird immer besser. Ja. Auch einfach mit dem Dübel. Ja, ich lieb's. Ja, guck mal, wo die Mitte vom Boot ist und wo das Ruder hängt. Was ist das denn? Ach, ich find's super. Guck mal, die Sonne scheint auf unsere Flotte. Die Scheibe, Digga. Ja, oder? Das macht's doch gleich richtig sexy. Lächerlich. Hey! Ich find's gut. So, jetzt ist soweit. Das erste Ding geht ins Wasser. Wie heißt er? Das ist der noch hoffnungsvolle Hering. Ob er dann ein hoffnungsloser Hering wird, wird sich jetzt zeigen. Ja, das heißt, wir werden jetzt offiziell Kapitän. Ach, warte. Oh, oh nein, Alter. Ich kann mich jetzt so sehen. So, die feuchte Flunder, nee, wie heißt er? Der hoffnungsvolle Hering geht jetzt ins Wasser. Und er war nimmer mehr gesehen. Also lässt man ja schütteln ins Wasser, oder? Guck. Das sieht doch gut aus. Gut Wasser, oder was sagt man da? Eine Handbreit Wasser oder im Kiel? Hä? Nix los. Wurz trocken, das Ding. Jo, sicher. Ich muss sagen, das ist mein Boot. Ja, aber guck mal, das geht voll da hinten. So tief ist er echt nicht drin. Na, jetzt schon. Denkt er? Ja. Geil, ey. Meine Leine. Geilo. Geilo. Ich glaube, das Wasser, was ich mit Boot habe, kommt von mir selber. Ja, die Paddel allein schon. Ich paddel jetzt gerade. Habt ihr eine Spritze? Nein. Welch törichte Frage. Ja. Sieht geil aus. Sieht richtig gut aus. Guck mal, weg ist er. Weg ist er. Ja, jetzt aber Bock, Jungs. Mein Kabel ist gebrochen. Okay. Also doch, Gaffer, endlich. Ich hab hier sonst. Ja. Da sind deine Schuhe, hier sind überall Brennnesseln. Aber haben wir noch eine zweite Schnur? Ja. Mehr Gaffer. Das kommt echt von hinten. Das wird von hinten kommen, ja. Davon ja, geht das auch so. Ist halt auch der tiefste Punkt, weil du da sitzt, ne? Ja. Zack und so weiter nach vorne dann. Kassen Bier vorne rein, alles wieder gut. Warum machen wir das eigentlich hier? Ja, sieht noch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Setz doch mal kurz ab sonst.
Jawoll! Wupp! Ja. Ja, jetzt mach ich das. Oh. Ich geh nach vorne. Das Wasser ist kalt. Ja. Uff, oh. Upsi. Oh, das ist erstaunlich stabil. Ja. Also wenn wir alle drin sind, vielleicht nicht mehr. Geh nach vorne. So. Schritt. Wasser, 50 Kreis noch. Eine ist dicht. So, Boot schwimmt. Boot schwimmt. Ja, Wasser, Boot schwimmt. So. Nice. Wenn wir ein Boot verlieren, können wir alle hinkommen. Kann ich euch. Beide Boote. Mann, die schwimmt. Na gut, dann muss noch ausmachen. Danke. Bitte. Gute Fahrt. So. Gehen wir mal dran. Da. Okay. So, eins, zwei, drei. Was? Matäusch vorne? Ja, ja. Ja, das passt. Ist der zweite Wasserung ja, geglückt. Ah, Kinders. Ja. Das ist chill. Das ist das Leben. Der Schlammlachs erfolgreich. Oh ja, gepassert. Wir brauchen ein paar Seemannsgarn. Ein paar Seemannsgarn. Ah, geil. Guck mal, was Wetter. Die Sonne lacht. Ein Bäumchen. Jetzt ist er gewassert! Jetzt! Ja, sicher! Alle! Eine Matschampfanne! Ach ja, moin! Der Äpfel! Bist du überhaupt? Bist du gar nicht? Bist du einer? Bist du gar nicht? Bist du nicht? Aber das Ding schwimmt doch wie eine Eins, Alter. Ja. Da müsst ihr nichts mehr machen. Easy, Pipi sammelt sich so. Ja? Ja, das kommt von uns. Weiter paddeln, Patrick. Weiter. Oh, Maude. Oh, Maude. Oh, Maude. Oh. So, erste Viertelstunde hat überlebt. Es ist Zeit für ein Siegerbier, oder was? Ja. Ich hab keine auf die Kapitäne. Keine Anfrage. Auf die Kapitäne. Oh, hier, hey. Hey, hey. Ah! Hallo, hallo. Oh. Ah. Die ist schon wichtig. Die ist schon wichtig. Die ist schon wichtig. Ja, verstehst du uns nicht, weil wir so schnell sind. Und jetzt sind wir auf jeden Fall schnell. Ja, ja. Also, es wird sich auf der Elbe nicht so schnell anfühlen, weil der Fluss ungefähr 80 Mal so breit ist. Aber ich denke, wir kommen schon voran. Apropos, wir haben auch noch gar nicht gesagt, was wir überhaupt vorhaben, ne? Du, Mann. Hier, den da. Ach so. Dann erzähl. Ja, wir haben nämlich vor, mit dem Ding hier und, na gut, mit deinem vielleicht nicht mehr. Doch, den repariere ich doch. Und mit den anderen beiden Booten von Magdeburg bis hier nach Hamburg über die Elbe zu fahren. Wir haben so eine Woche eingeplant oder 8 Tage? 7 Tage? 8 Tage. Ja, eigentlich 7 Tage mit einem Tag Puffer. Der wird nix, 8 Tage. 8 Tage. Puffer wird benötigt. Das war jetzt die erste Taufe quasi. 33% erfolgreich. Ja. Ja, hier ist nochmal ein oder andere Upgrade. Wird hier noch eingebaut. Flaschenhalter. Vielleicht nochmal eine höhere Rückenlehne. Einfach, dass man so ein bisschen so machen kann. Hier kommt Gaming Zwillings-Torpedowerfer. Ja. Und am besten noch so eine kleine Luke, falls man auf Toilette muss. Ja, hier. Ja, haben wir, ja. So, hier. Nicht? Was ist das? Nicht? Der kommt, der kommt. Saufen wir ab. Ja, da geht's dann ins Wasser. Ist das echt? Ja. Ist das wirklich was? Das hat sich ausgedacht. Das ist nur von diesem Zweig. Das ist ja kein Bockmehrschalter. Ja. Parken. Ja, das ist der Plan, genau. Ja, viel mehr Plan gibt's gar nicht, ne? Die können ja auch an solchen Privatgrundstücken andocken und dann Brandschatzen. Brandschatzen. Nicht rauben, nee, nur Brandschatzen. Ja, auf jeden Fall, jetzt habe ich noch mehr Bock da drauf. Ja. Auf jeden Fall. Und Stoffel hier den hoffnungslosen. Hoffnungslosen. Den Hecht, den kriegen wir auch noch wieder fit. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. Was ratet ihr mir? Neu kaufen flicken oder flicken? Ich bin so weit. Wir flicken. Müssen noch gegen die Strömung zurückschwimmen, ne? Ja. Wollen wir noch weiter? Ja, hier ist easy. Wenn ich ein langes Seil, wollen wir den da nicht schnappen und uns da festmachen? Ja, wenn du einen alten Haken dabei hast. Wir haben hier noch die. Los, alter Lasso-Meister. Alter Lasso-Meister, los! Ja,
Ach, er ist so langsam. Entschuldigung. Tor, ich hatte hier so einen heftigen Knoten gemacht. Das, Spaß, ne? Die Seite muss ja auch am Boot bleiben, Mann. Du hältst die fest, Mann. Tortue. Okay, gut, der Baum ist vorbei. Hey, Tortue. Entschuldigung. Habt ihr eigentlich die ganzen Campingknoten und so mittlerweile gelernt? Ja, ja, genau. Den Baum, der Baum. Das ist der Wichtigste. So muss der Baum. Dann mache ich alles fest. So gut. Rein und wegfliegen. Das ist es. Mein Spirit Animal. Anlegen. Ja. Ah, vorne. Drück mal rüber. Ja. Rüber machen. Erstmal rüber machen. Ja, aber es war doch ein erfolgreicher Test. Zwei Boote verloren, drei Paddel. Also ich muss ehrlich sagen, mein Boot ist nicht verloren. Das stimmt, das kriegen mein wir noch Boot hin. Mein Boot hat nur eklatante Mängel. Mein Boot befindet sich noch im Bau. Wir holen das Ding jetzt noch raus und dann geht's im Juni in Magdeburg weiter.